Die heutige Folge hat einen Sponsor, Blinkist. Würdest du gern mehr Bücher lesen und mehr lernen über bestimmte Themen, dir fehlt aber einfach die Zeit dafür? Blinkist ist eine App, die ich selbst seit Jahren benutze, wenn ich gerade neue Ideen oder Inspirationen suche. Und mit der App kannst du dir die Kernaussagen aus über 3.500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder anhören, wenn du unterwegs bist. Die Titel gibt es auf Deutsch und Englisch und darunter auch haufenweise Sachbücher, Ratgeber, inspirierende Sachen. Und zu meinen Lieblingstiteln gehört zurzeit Die 1%-Methode von James Clear und Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Und jeden Monat kommen ungefähr 50 neue Titel dazu. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von MyMonk Podcast. Auf blinkist.de/MyMonk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und es gibt auch ein Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen und dir in Ruhe anschauen kannst. Ich buchstabiere es mal: Blinkist, also blinkist.de/MyMonk. MyMonk zusammengeschrieben, viel Spaß beim Ausprobieren. Hier ist der MyMonk-Podcast, in dem wir auf das Chaos des menschlichen Lebens schauen und über hilfreiche Dinge stolpern. Ich bin Tim, ich freue mich, dass du da bist. Heute spreche ich mit Erik Frede, der als Musikmanager unter anderem Marius Müller Westernhagen gemanagt hat, dann aber Bestatter wurde. Wir sprechen darüber, warum und wie genau sein Weg aussah und natürlich auch über das Sterben und über das Bestatten. Auch sprechen wir über sehr bewegende Geschichten. Bei all dem gibt es allerdings auch noch eine andere Ebene, nämlich, dass ich nur sehr selten ein so starkes Gefühl habe, dass jemand genau am richtigen Platz ist in seinem Leben, wie ich es bei Erik habe. Ja, und dem zuzuhören ist auch dadurch einfach total inspirierend, weil er als Typ cool ist und zusammen mit seinem Team die ganze Branche verändert, mit der Liebe und mit dem Verstand, den sie da reinstecken und mit dem ganzen Regelbrechen, über das wir auch sprechen. Viel Spaß! 3, 2, 1, wir sind da. Hallo Erik. Guten Morgen, Tim. Ich habe gestern nochmal gegoogelt nach deinem Beerdigungsinstitut. Und wenn man eingibt lebensnahe Bestattungen, kommt eine Autovervollständigung an zweiter Stelle, glaube ich schon, und zwar Jobs. Das heißt, die Leute suchen bei dir nach Jobs. Und jetzt kommt's, das habe ich dann für irgendwie 10 andere Berliner Bestattungen auch probiert und dort sucht niemand nach Jobs. Wir haben, ja, es ist ja absurd, dass du auf das Thema kommst. Es ist interessant, also ich habe bestimmt 2 bis 3 Bewerbungen in der Woche. Interessanterweise zumeist von fachfremden Leuten, die hospitieren wollen, die in dem Bereich arbeiten wollen. Und ich muss zugestehen, dass ich es nicht immer schaffe, auf diese E-Mails zu antworten. Mhm. Ja, wir kommen gleich noch drauf, warum das vielleicht so ist, warum die Leute bei dir arbeiten wollen. Beispielhaft kann man sagen, dass du zur Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber du hattest zur Hochzeit, hattet ihr so einen Tagespapa dort, der die Kinder für die Angestellten betreut hat und auch dein Kind. Ja. Und in der Zeit ist dann eben deine Tochter da rumgehüpft und hat immer ihr Lieblingswort rumgerufen im Bestattungsinstitut. Und was war da ihr Lieblingswort? Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, war es noch Kacke. So, das ist ja, genau. Gerade ihr großes Highlight. Aber ja. Es werden alle Eltern, die, sagen wir mal, auch so ein 1,5-, 2-jähriges Kind haben, es gibt dann so Highlights-Worte. Und natürlich reagieren alle immer auf das Wort. Nee, wir mussten da so ein bisschen Herr der Situation werden. Und zumindest hier in Berlin war es so, dass wir nicht am Anfang sofort systemrelevant waren und natürlich arbeiten mussten. Und deswegen haben wir quasi jemanden gehabt, der bei uns auf die Kinder aufgepasst hat. Das war jetzt, also wir reden da über 3 Kinder, nicht, dass da der ganz große Kindergarten ist. Aber es ist ja, also hat nur eines der Kinder immer Kacke geschrien, oder? Das reicht aus. Das reicht schon. Aber es ist halt sehr lebendig. Es ist total lebendig und du machst ganz viele Dinge anders und ganz gut fasst das zusammen, wie ich das verstehe, was du machst, als du irgendwie von der Welt gefragt wurdest, ja, wie läuft das jetzt zu Corona? Und dann hast du von einem, haben die, glaube ich, gefragt, ja, eigentlich dürfen nur 10 zu einer Trauerfeier kommen, 10 Leute. Und was denn ist, wenn die Kernfamilie wirklich aus 12 zum Beispiel besteht? Ja, 12 Leute, die da einfach dabei sein müssen, weil die das brauchen für einen Trauerprozess. Ich glaube, dass das, die Antwort trifft es wirklich ganz gut, dann verzähle ich mich eben. Und das ist, glaube ich, was, ja, was sich immer wieder in allen Bereichen unserer Arbeit durchzieht, dass man mit Augenmaß arbeitet, weil viele Regularien, und das werden viele, die auch schon mal vielleicht mit einer Bestattung zu tun haben, kennengelernt haben, es ist spannend, wie beschränkend ganz viele Regularien sind. Ja, sei es auf Friedhöfen
Und da immer wieder zu schauen, was wird in dem Moment wirklich gebraucht und weswegen gibt es auch gewisse Regularien. Ich verstehe ganz viele Regeln, die es gibt, und dann gibt es aber auch immer wieder Regeln, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich gebe dir neben dem aktuellen Corona-Beispiel, wie viele Friedhöfe das zum Beispiel nicht zulassen, dass Jugendliche alleine zu Gräbern gehen. Ja, also quasi, die müssen in Begleitung von einem Erwachsenen sein. Weil davon ausgegangen, dass jemand mit 14 nicht in der Lage ist, sich vernünftig irgendwo auf dem Friedhof zu bewegen. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Man möchte keine Horden von Jugendlichen auf dem Friedhof haben. Aber dass dann eben auch das 15-jährige Mädchen dasteht und sich dadurch beschränkt fühlt, ist was, was ich nicht verstehe. Und da denke ich, ist häufig Fünfe gerade lassen oder zumindest mit Augenmaß arbeiten, die Antwort, die wir versuchen zu finden. Es war ja so ein Prozess, wie du da hingekommen bist, an diesem Punkt, das so zu sehen, aber auch an den Punkt, wie du überhaupt Bestatter wurdest. Du warst in deinen 20ern, warst du Musikmanager, bist da irgendwie reingeraten und war natürlich, also für einen 20, 25, Ende 20-Jährigen, es ist geil, Party und ein cooles Business, spannende Leute. Und warst da sehr happy, aber irgendwann wurdest du so um die 30 und hast dich gefragt, ob du das jetzt wirklich bis ans Lebensende machen willst, oder? Na, das, ich glaube, da bin ich auch nur einer von vielen. Da bin ich, glaube ich, jetzt gar nicht die Ausnahme. Ne? Also, nachdem man sich so die ersten Sporen in der Berufswelt verdient hat und also, ne, auch wirklich sehr, sehr gute Zeiten, auch erfolgreiche Zeiten hatte, kommt, glaube ich, für viele, und das beobachte ich um mich herum, irgendwann dieser Moment, wo du guckst, es ist sicherlich ein Luxusproblem, aber sich zu fragen, wie doll erfüllt mich das, was ich mache und wie nachhaltig erfüllt mich das? Und ist das was, was ich auch mir vorstellen kann, bis an das Ende meines beruflichen Lebens zu machen? Und ich kam immer mehr an den Punkt, dass das quasi nicht in der Musikbranche der Fall sein wird, was viel damit zu tun hat, dass die schon auch sehr wiederholend ist, dass ich das teilweise nicht mehr nachvollziehen kann, wenn einem, guck mal, ich bin gestern 40 geworden, ich möchte niemanden, der 18 ist, erklären, was cool ist. Ja, also das müsste andersrum funktionieren. Und so funktioniert ja häufig mediale Arbeit, ne? Dass da eher ältere Leute vermeintlich vorgeben, was jüngere Menschen konsumieren könnten. Und das wird irgendwann absurd. Diese Stimme, was anderes zu machen, wurde immer, immer lauter mit der Zeit. Und unter uns gesagt, ich hatte aber auch keinen Plan, was ich machen sollte, weil ich eben, du hast es ganz schön gesagt, wie so ein Sonntagskind eigentlich zu meinen Jobs immer gekommen bin. Und es war auf der einen Seite was Schönes, auf der anderen Seite aber auch ein Nachteil, weil ich mich nie so richtig fragen musste, was möchte ich eigentlich? Sondern da waren immer Jobs, und dachte, geil, mache ich jetzt. Diesen Prozess, den habe ich, wie andere ihn vielleicht mit 18 durchlaufen und sich sehr genau überlegen, was sie wollen, dafür habe ich halt ein paar Jahre länger gebraucht und habe aber wirklich sehr akribisch mir so Listen geführt, habe geschaut, was kann ich nicht, was möchte ich auch nicht. Und das kam dann kein richtiger Beruf raus. So, ich habe dann überlegt, ob ich vielleicht nochmal Psychologie studiere. Auf der anderen Seite stand, dass ich irgendwas mit meinen Händen machen möchte. Da dachte ich, vielleicht werde ich Schreiner. Aber so richtig hundertprozentig hat sich das nie angefühlt. Und ich hatte aber auch Bestatter als Beruf oder Trauerbegleiter überhaupt nicht auf dem Zettel, weil das außerhalb meiner Wahrnehmung war. Ne? Also wer kommt auf die Idee, Bestatter zu werden, wenn er da nicht familiär irgendwie angebunden ist? Ja, oder nicht irgendwie ständig damit konfrontiert ist. Ja, ja, also die meisten haben das Glück, dass sie mit 30 jetzt noch nicht besonders viele Menschen verloren haben. Und dann war es wirklich auch ein Interview mit dem Pionier einer etwas humaneren Bestattungskultur, Fritz Roth. Das war so ein, ja, fast schon Erweckungserlebnis für mich. Und das war ganz komisch. Das hast du gelesen oder gehört? Ja, oder? Gehört, das habe ich im Radio gehört, auf einer nächtlichen Autofahrt. Und so bescheuert das klingt, ich wusste natürlich noch gar nicht die totalen Ausmaße dieses Berufs, aber alles, was ich zu dem Zeitpunkt mit Bestattersein verbunden habe, passte. Und es, je länger ich darüber nachdachte, umso mehr passte es. Und das war quasi so der göttliche Eingriff, mich in die richtige Richtung zu bewegen.
Auf deiner Liste stand auch, dass du gern was haben möchtest, was du da im Musikmanagement nicht hattest, nämlich du würdest gern Prozesse abschließen. Und das ist natürlich als Bestatter absolut so. Ja, ich glaube, ich meinte das mit Prozessen abschließen noch was anderes. Also ich finde eine Sache, mit der ich persönlich einfach häufig zu tun habe, ich bin nicht so der Beste mit Aufhören, Feierabend machen. Und es sind einfach überschaubare Prozesse von A nach B, die man dort begleitet. Und die sind sicherlich in ihren Wegen sehr, 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 sehr unterschiedlich. Aber ich habe zumindest abends, wenn ich nach Hause gehe, habe ich für mich das Gefühl, ich habe das geschafft, ich habe das geschaffen, ich habe geholfen. Und das meinte ich eher mit, also ne, nach Hause gehen, das Gefühl haben, ich habe was abgeschlossen heute. Ja, und nicht, es sind eigentlich genauso viele Mails noch im Postfach wie gestern und irgendwie auch ähnliche und Und sie stapeln sich, ja. genau. Ja, und dann hast du von diesem Bestatter im Radio gehört. Bist du dann schon aktiv geworden oder fehlte Ach, dir da am noch was, Anfang um habe ich, loslegen zu können? hab ich Schiss gehabt. Ne? Also, ne, also so verlass mal einen sicheren Job, wo du irgendwie auch halbwegs gut bezahlt wirst. Hast du mit anderen geredet drüber schon dann zu dem Ja, das war Zeitpunkt? noch ganz leise. Ich weiß, ich bin immer nachts neben meiner damaligen Freundin gelegen und irgendwie gesagt, du, die wusste natürlich um den Prozess des Sich-Fragens, wo gehen Sachen hin. Und die hat mich natürlich für bescheuert erklärt am Anfang. Ne? Also heute kann ich es natürlich immer als Erfolgsgeschichte erzählen, aber da war auch Ja. einfach viel, ist das jetzt eine spinnerte Idee, setzt die sich Ja. fest? Ja, wenn du, so der Prozess war wirklich, wirklich auch anstrengend. Und er verfestigte sich. Ich merkte, wie ich andauernd googelte und andauernd guckte, ne, wo kann ich Informationen ziehen, wo kann ich die Arbeit mir anschauen. Und interessanter oder traurigerweise habe ich mich dann aber trotzdem nicht getraut. Und der Mut kam fast schon zynischerweise erst dadurch auf, dass ein enger Freund von mir sehr, sehr schwer erkrankte. Und als der mir von seiner Krebserkrankung erzählte, war irgendwie klar, okay, ich möchte keinen Tag mehr verschwenden mit irgendwas, das ich nicht zu 100% liebe. Und das war nachher auch einer der ersten Menschen, die ich beerdigt habe. Und letztendlich hat der aber quasi mir eigentlich den Mut gegeben, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe dann aber auch erstmal in einem Bestattungshaus mitgearbeitet, in so einem sehr konservativen, um Sachen zu lernen, weil ich das wirklich Als von der, Praktikant. ja, erst als Praktikant und dann so als, Hast du da schon deinen Job? Also du hast erst deinen Job gekündigt oder ich habe dann meinen das Job Praktikum gekündigt, ich habe geguckt, angefangen? was ich auf dem Konto hatte, habe gesagt, okay, du hast jetzt irgendwie 1,5 Jahre Zeit, die überlebst du irgendwie. Ich hatte ein bisschen was gespart und habe mich dann um ein Praktikum bei einem Bestatter beworben, habe dort mitgearbeitet und durfte dann dort auch so als Halbtagsstelle Aufgaben mit erledigen, ne? Verstorbene abholen, mal ein Gespräch begleiten. Und für mich war das aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sich deine Hörer noch an Günter Wallraff erinnern. Ich war also permanent auf der Pirsch, um Sachen und Prozesse zu verstehen, zu verstehen, wie Sachen laufen, warum laufen die so, wie sie laufen. Und an den richtigen Stellen, das werden viele kennen, wenn man mit so einem frischen Blick, und den hatte ich hoffentlich in dem Moment, auf Sachen schaut, dann fällt es einem manchmal auch leichter, Sachen in Frage zu stellen. Ne? Wenn ich einen Betrieb führe, der seit 50 Jahren so und so arbeitet, dann fällt einem das wahrscheinlich schwerer, Sachen anders anzugehen. Und das war für mich eine wichtige Phase. Auf der einen Seite von der Pike auf lernen, um auch quasi mit Substanz kritisieren zu dürfen. Und auf der anderen Seite aber immer schon mit einem halben Kopf vorbereiten, dass man was Eigenes machen möchte. Und teilweise auch mit einem halben Bein in der rechtlichen Grauzone. Du hattest dann, da kam irgendwie Freundin des Freundes von dir, da warst du noch Praktikant und da war die Frau gestorben. Ja, naja, du musst sehen, ich war selber auch noch unerfahren. Heute würde ich das Sachen, glaube ich, anders machen oder anders betreuen. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die zwar Orte haben, wo sie ihre Lieben beerdigen wollen, aber für die ist häufig nicht der Friedhof der Ort. Und die
standen da und die wollten mit der Urne woanders hin. Und in meiner Logik damals war halt total klar, wir beerdigen die Urne und dann buddeln wir die danach wieder aus. Was ich halt nicht auf dem Zettel hatte, ist, dass die natürlich verstanden haben, dass ich für sie die Urne wieder ausbuddel. Und das war schon sehr absurd, wie ich mich quasi des Nächtens auf einem Friedhof bewege. Hattest du eine Kapuze drüber? Ich hatte Irgendwie dir drüber gezogen? eine Kapuze drüber, ich hatte einen Rucksack dabei und habe nachts mit so einer kleinen Taschenlampe und einer Gartenschaufel. Das hat alles total unprofessionell. Also jedem, der das mal machen möchte, sei gesagt, eine Gartenschaufel ist total ungeeignet dafür. Und ich habe dann am Anfang auch an der falschen Urne rumgegraben, was ich dann erst entdeckte, weil ich das im Dunkeln nicht gesehen habe. Scheiße. Also Hast du musstest die dann wieder eingraben, ja, der die falsche schlechteste Urne. Kriminelle der Welt, muss ich dir sagen, bin ich da wahrscheinlich. Und dennoch steht es aber für was. Weil das ist auch was, was ich in meiner Arbeit beobachte, ne? Wenn Familien kommen und was weiß ich, die Idee haben, Opa soll nicht auf dem Friedhof, sondern Opa soll an einem anderen Ort, dann ist das selten von Geiz oder von Nicht-Anerkennen von Traditionen getrieben, sondern meistens davon, dass man sich für den Menschen was anderes wünscht oder was Besonderes wünscht, was aktuelle Regularien nicht ermöglichen. Und das ist eine Front, an der wir halt auch fast schon lobbymäßig sehr hart arbeiten, immer wieder zu gucken, dass nicht der Gesetzgeber eigentlich immer gucken möchte, so wer ist da die moralische Instanz, sondern man sich eigentlich daran messen muss, was für Bedürfnisse haben die Menschen, die jemanden verloren haben. Und das schaffen leider zum Beispiel nicht alle Friedhöfe, die zu befriedigen. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Friedhöfe, die diese Aufgabe unglaublich ernst nehmen, aber es gibt auch leider sehr viele Friedhöfe, die dann entweder aus Geldmangel oder aus Fantasielosigkeit Dienst nach Vorschrift machen. Ist dir das gleich am Anfang vom Praktikum aufgefallen, dass du ein eigenes Institut brauchst, was Sachen anders macht, oder ist dir das erst klar geworden? Ich hatte auch, also ganz klar war es nicht, das wurde klarer. So, das wurde einfach klarer. Es war als Idee immer da, dass das eine Antwort sein könnte. Aber ich wollte es halt erstmal von innen anschauen und aber dann zu sehen, dass viele Sachen, von denen ich hoffe und denke, dass sie richtig sind, sich in einem klassischen Institut nicht umsetzen oder wichtiger noch, gewisse Sachen dort verändern lassen. Das hat dann relativ schnell Klick gemacht, dass das nicht funktioniert. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben uns komplett vom Verkauf von Waren verabschiedet. Ja, weil ich glaube, dass wenn du zu einem Bestatter kommst, weil du deine Mama beerdigen musst, dann bringst du einen Vertrauensvorschuss mit. Und mir selber geht das so, wenn ich irgendwo hingehe und mir möchte jemand was verkaufen oder ich habe auch nur das Gefühl, dass mir jemand was verkaufen möchte, dann ist erstmal Misstrauen im Raum. Und das ist das letzte Gefühl, was ich zwischen dir und mir haben wollen würde, wenn ich dich durch einen Trauerprozess begleite. Und dafür war zum Beispiel wichtig, dass ich ein Umfeld schaffe, in dem natürlich klar ist, dass du mich bezahlen musst. Überhaupt keine Frage. Aber du nicht das Gefühl hast, ich verdiene am meisten Geld, wenn du den teuersten Sarg nimmst und das war eine Sache, die in einem anderen Institut so niemals möglich gewesen wäre. Wir haben quasi so Grundpreise gebildet, weil ich auch bis heute, oder das zeigt mir meine Arbeit auch immer wieder, der Sarg zum Beispiel ist nur Mittel zum Zweck. Ne? Wir haben einen sehr wertigen ökologischen Vollholzsarg hier aus Deutschland und den setzen wir zu 99% ein. Aber auch, weil ich die Frage gar nicht stelle. Ne? Also wenn Menschen sagen, sie wollen Sarg aussuchen, du, wir haben einen vernünftigen Sarg. Ich habe andere Fragen an den Trauerprozess, als wie sieht nun der richtige Sarg aus? Da arbeitet die Szene ja sehr viel auch mit einem schlechten Gewissen. So habe ich das von anderen gehört. Ja, das So ist von süß, wegen, das ist süß, das. ach wirklich, wollen Sie wirklich Ihren geliebten Menschen da in der Pappschachtel beerdigen, Sie Ja, Arschloch? gar nicht. Ich Ich glaube, glaube, das das ist. schlechte Gewissen kommt von ganz alleine. Da braucht man gar nicht aktiv arbeiten. So, der Klassiker ist eigentlich, dass es gibt sehr teure Särge, die im Laden stehen. Es gibt einen ganz billigen Sarg. Und die meisten Menschen werden sich für den Weg dazwischen entscheiden. Ne? Also natürlich das Allerbilligste wollen wir für Oma auch nicht holen. Und das ist schon so gemacht, dass das auch darauf abzielt. Und schlechtes Gewissen ist eh kein guter Treiber für Prozesse.
Ja, und natürlich lebt die Branche von Notsituationen, lebt die Branche davon, dass man ein vermeintlicher Gralshüter einer Trauerkultur, die auch wie immer geartet ist, sein möchte. Und sie lebt ganz viel von Unwissenheit, ne? Also weil der durchschnittliche Deutsche verliert, glaube ich, alle 18 Jahre einen Menschen. Und ich habe es jetzt statistisch nicht auf dem Zettel, wie oft wir uns ein neues Auto kaufen. Also was ein Auto kostet, weißt du, aber was zum Beispiel eine Bestattung kostet, wissen die wenigsten. Oder auch was, es gibt im Marketing den Begriff Unwanted Services. Das sind nicht nur Dienstleistungen, die ich nicht möchte, aber vielleicht brauche, sondern sind auch Dienstleistungen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie existieren. Und das zum Beispiel ist was, was ich ganz doll jetzt in den Jahren, die wir es jetzt auch schon machen, gemerkt habe, wie wir Sachen etabliert haben. Ja, ich mache dir ein Beispiel auf bei uns, wenn jemand seinen Angehörigen kremieren, also verbrennen lassen möchte, finde ich das wichtig, dass dieser Prozess begleitet wird, weil der Moment des Verbrennens ist der Moment, wo der Körper geht. Ja, und während am Anfang das vielleicht jeder Fünfte gemacht hat, hat sich das mittlerweile so etabliert, dass es normal ist, dass die Familien mit ins Krematorium kommen. Ja, dass sich auch schon so rumgesprochen hat, nämlich, nee, natürlich waren wir bei unserem Opa, als der kremiert wurde. Das ist mittlerweile, ne, da merkt man, wie man Sachen mit der Arbeit etablieren kann. Und das war auch was, was zum Beispiel, als wir vorhin über diesen Zettel gesprochen haben, von Sachen, die ich möchte. Ich wollte irgendwo arbeiten, wo man noch nachhaltig was verändern kann. Und da hat sich die Bestattungsbranche bis jetzt als ein sehr dankbares Feld ergeben. Was hältst du von dem Angebot, Menschen in Diamanten pressen zu lassen? Also Asche? Ja, ich würde immer fragen, warum möchte man das? Also nicht das, also der technische Prozess ist auch durchaus fragwürdig, muss man sagen. Aber was ich, wie ich das vorhin auch mit dieser Urne ausbuddeln hatte, ich würde mittlerweile immer fragen, um was geht's denn dabei? Ja, und zum Beispiel beim Diamanten geht es häufig darum, ich möchte was behalten. Und das geht auch einfacher oder schöner, ja. Also wie häufig ich eher andere Traditionen versuche wieder zu wecken, ne? Also wie häufig ich so eine Locke noch abschneide, die man sich in ein Amulett machen kann, wo ich dann auch wirklich sicher sein kann, dass das wirklich Haare von dem Verstorbenen sind. Weil jetzt muss ich aufpassen, wenn irgendwelche Physiker zuhören. Bei den Temperaturen, wo ein Mensch verbrannt wird, bleibt nicht das Material übrig, aus dem man künstliche Diamanten schaffen kann. Also man ist maximal der Dreck in diesen Diamanten. Und das ist was, was ich persönlich sehr heuchlerisch finde, weil das ein sehr teurer Prozess ist, diese Diamanten herstellen zu lassen. Und dann Was wird, kostet das für den Endkunden? oh, ey, da bist du, also du bist schneller fünfstellig, als du gucken kannst, ja. Also ein kleiner Diamant ist mittelvierstellig, und das geht hoch, ins wirklich ins hart Unermessliche. Aber, und das ist was, da wird mit Emotionen Geld gemacht, ohne dass ein Gegenwert entsteht. Ja, und das ist was, was mir gegen den Strich geht, weil ich denke, meine Oma, ne, die ist jetzt für mich immer so Sinnbild, ist 84, die hat ihren Mann verloren. Hätte der jemand mit dem richtigen Tonus erzählt, wollen Sie Ihren Mann noch ein bisschen bei sich behalten? Machen wir einen Diamant. Die hätte das nötige Kleingeld dafür und die leidet so darunter, die hätte sich das Geld aus der Tasche ziehen lassen. Und das war einfach dann auch Aufklärarbeit, mir zu erklären, von Opa ist nichts in diesem Diamanten. Und komm, wir füllen dir lieber ein bisschen seiner Asche ab und machen dir daraus ein Schmuckstück. Da bist du allemal billiger und hast aber was Nachhaltigeres. Und es geht auch dann wieder um psychologische Prozesse, ne, des Loslassens. Also für mich ist ein guter Trauerprozess führt dazu, dass ich den Verlust akzeptiere, dass ich mit der Trauer lebe. Die wird, glaube ich, auch nie ganz weg sein. Das ist normal. Aber dass ich in der Lage bin, auch weiterzugehen, irgendwann, irgendwie. Und dafür muss man sicherlich in fein dosierten Schritten auch loslassen. Und wenn ich quasi mir die Urne auf den Nachttisch stelle oder mir den Diamanten um den Hals hänge, ist das was, was vom Loslassen auch abhalten kann. Ja.
Da sind die Menschen ja ganz unterschiedlich, was die eben brauchen, um diesen Verstorbenen dann loszulassen und loslassen zu können überhaupt. Um nochmal ein Beispiel zu erwähnen, was du schon gemacht hast, um da, sagen wir mal, individuell vorzugehen, steht in deinem Buch, wir nennen dann auch noch, wie heißt das jetzt, The End, das Buch vom Tod, sehr, 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 sehr schönes Buch. Danke. Wir nennen es dann auch nochmal, also ich war sehr beeindruckt. Habe es unheimlich gern gelesen, obwohl das jetzt ein Thema ist, wo man sich nicht eine Packung Chips aufmacht, normalerweise. Aber um ein Beispiel rauszugreifen, was mich sehr berührt hat, war, dass es da so einen Mann gab, der war, hat seine Tochter sehr jung verloren, war aber mit der Mutter nicht mehr zusammen. Die Mutter wollte das ganz klassisch be begraben in Deutschland. Der Vater hatte der Tochter aber was anderes versprochen. Da ging es zum Beispiel um sowas, ne? Papa war mit seiner Tochter, also wenn du die Geschichte meinst, ich habe jetzt auch nicht alle Geschichten präsent, die im Buch sind, die waren zusammen tauchen ganz häufig Genau, und ja. sie hat auch eine Drogenkarriere gehabt, der hat immer wieder versucht, sie aus diesem Umfeld rauszuholen und es war eigentlich irgendwann klar, dass die sich zu Tode säuft und an den Drogen zugrunde geht. Und er hat ihr versprochen, dass er sie quasi nach Thailand bringt, wo sie immer tauchen waren. Und ich habe dann den Mann einfach ein paar Minuten alleine gelassen mit der Urne Weil und man darf das nicht, man darf nein, diese offiziell darfst du das. Asche nicht aufteilen, Asche ist nicht sozusagen. teilbar, das ist so, als wenn du jemanden den Arm abhackst. Das ist die Unteilbarkeit des Körpers. Und ja, ich habe den alleine gelassen mit einem Schraubenzieher in der Kapelle und er hat sich ein bisschen Asche abgefüllt. So, aber auch weil ich für mich, da muss man sicherlich aufpassen, auch die Entscheidung getroffen habe, dass das nichts Anrüchiges ist, was da passiert, sondern dass der das in seinem Trauerprozess braucht. Ja? Hätte der quasi mit dem Gefühl gelebt, dass er dieses letzte Versprechen seiner Tochter nicht erfüllen könnte, da hätte der ewig drunter gelitten. Ja. Und trotzdem hast du natürlich auch Grenzen. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel aus dem Buch, wo eine Frau bei dir war, die ihr ungeborenes Kind verloren hat. Und Aha, es ja, war aber eine da muss Frau, man den die. Hintergrund ein bisschen erklären dazu. Ja, erzähl. Die hat lange in den USA im Wald gelebt. Ja, da gibt es so fast schon sektenartige Leute, die sich dann teilweise so von überfahrenen Tieren im Wald ernähren. Also die wirklich sehr nah an der Natur, möglichst, also ne, sehr fast schon sektenmäßig unterwegs. Und die hat ihr Baby verloren und wollte das in Deutschland im Wald beisetzen. In der Natur, also den Körper, nicht die Asche. Und das ist was, wo ich Nein sagen musste, also auch für mich, weil die Vorstellung, dass Tiere diesen Körper ausgraben, die Vorstellung, dass in Jahren irgendein Wanderer einen Babykörper findet und dann Polizeiermittlungen kommen, das ist quasi auch, wenn ich so eine Matrix aufmache, steht für mich immer bis zum Tod der Mensch, der verstirbt, im Mittelpunkt. Danach die Angehörigen, die damit umgehen müssen. Aber auch da muss immer ein Abgleich, natürlich mit Gesetzen, aber vor allen Dingen, wie schaden die eventuell auch Dritten mit dem, was sie machen. Ne? Also ich kann natürlich nicht die Asche meines Opas in Berlin vom Fernsehturm schütten, weil unten Menschen sind. Das sind nein, also ne, ich mach's Ja. so. Und natürlich gibt es Orte, wo ich das okay finde, wenn jemand die Asche verstreut. Das ist immer wieder Augenmaß, das man neu Du finden muss. findest das okay, es ist aber offiziell nicht okay. Das ist offiziell, also ich weiß davon, dass das Menschen machen, müsste ich jetzt, wenn die Polizei zuhört, antworten. Das ist offiziell nicht in Ordnung. Also wir haben in Deutschland eine Pflicht zur Beisetzung, Asche wie auch des Körpers. Und das muss auf Orten passieren, die dazu zugelassen sind. Und das sind Friedhöfe, manchmal sind das Wälder, wo das möglich ist, die dann aber so im abgeschlossenen Kreis sind. Dann gibt es in Deutschland noch die sogenannte Seebestattung, wo die Urne ins Wasser gelassen wird. Aber dass man das frei davon macht, das ist nicht erlaubt. Nein. Diese Frau, die ihr Baby verloren hatte, deren Wunsch du jetzt nicht eins zu eins umsetzen konntest und wolltest, was hast du dann mit ihr gemacht? Wir haben halt geschaut, um was es bei dem Wunsch geht. Und dann haben wir versucht, zusammen abzugleichen, was für sie quasi schlimmer ist, den Körper auf einen Friedhof bringen oder
dem Körper, dem Feuer übergeben und dann die Asche in die Natur bringen. Und die hat sich über Schritte und auch in Rücksprache mit ihrem Umfeld dann dafür entschieden, dass man das Kind doch verbrennt und dann die Asche in den Wald geht. Ja. Und das war aber auch, und das ist mir in der Arbeit total wichtig, das war ein echt langer Prozess. Und das war zum Beispiel was, was ich so in klassischen Bestattungshäusern immer wieder beobachte, ne, wie schnell da Entscheidungen getroffen werden müssen in einer Situation, wo man eigentlich überhaupt nicht seine Möglichkeiten kennt, wo man selber eigentlich teilweise nicht zurechnungsfähig ist in schwerster Trauer. Und das ist was, was wir in der Arbeit immer wieder probieren, möglichst viel Zeit zu lassen und die Angehörigen den Rhythmus vorgeben zu lassen. Also meine Aufgabe ist es eher, zu gucken, wie schaffen wir es, Fristen auszureizen, wo es nötig ist. Habe ich das mal nachts geträumt oder gibt es das wirklich so zum Thema schnell durchjubeln, so Flatrates für, sagen wir mal, die ganze Familie, dass man dann sagt, hier, egal wer jetzt noch stirbt die nächsten 3 Jahre, oder habe ich das nur mal nachts geträumt? Also überraschen würde es mich jetzt nicht. Also ist bestimmt eine Geschäftsidee, aber davon weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, das hast du geträumt. Flatrate-Sterben gibt es nicht, aber es, was es gibt, ist, du kannst natürlich Friedhofsstellen kaufen, wo du sagst, hier dürfen 10 Menschen rauf oder sowas, oder hier dürfen 5 Leute rauf. Das gibt es. Das hat aber dann nichts mit der Bestattung zu tun. Das ist, du kannst, was weiß ich, in einigen Wäldern kannst du einen Baum kaufen und um den Baum können 10 Menschen beerdigt werden. Und den Baum kannst du kaufen, genau. Wenn man jetzt nicht, sagen wir mal, einen Bestatter zur Hilfe hat, der da bestimmte Sachen macht, stimmt das noch so, dass man darf ja in der Schweiz, darf man die Asche ausführen, also eine Urne ausführen in die Schweiz und dann kann man es dort verstreuen und auch an relativ vielen Orten. Ja. Und man darf es von der Schweiz, darf man das auch wieder mit nach Deutschland nehmen, wenigstens offiziell eine gewisse Zeit oder ist das, stimmt das also nicht? Also grundsätzlich oder nicht mehr? In dem Moment, wo du, also es sind jetzt Gesetzestexte, ne? Das ist jetzt gar nicht, das ist auch Geldmacherei, wenn so Urnen nach Holland oder in die Schweiz überführt werden und danach zurückkommen. Auf dem Papier, in dem Moment, wo eine Urne auf deutschem Boden ist, ist die beizusetzen. Ja, und da wird auch viel Schindluder betrieben mit, ne, genau diesen Wünschen. So, und am Ende musst du sagen, ob ich jetzt, also ich kann dir eine Antwort geben, die ich sehr interessant finde. Das gibt viele Länder, in die kann ich Urnen nicht per Post verschicken. In den Ostblock zum Beispiel. Und dann würde ich dich halt als Tim wahrscheinlich für einen Tag als Aushilfe anstellen und dich mit dem Auftrag versehen, die Urne deines Opas in dieses Land zu überführen. Und wenn du die auf dem Weg dahin verlierst, wirst du mich sicherlich nicht verklagen. Das ist so vielleicht eine Antwort, die Menschen gefunden haben, sehr theoretisch. Also es gibt immer Möglichkeiten, aber deswegen meine ich halt, ne, es gibt Geldschneiderei. Und es gibt aber, wo kann ich Antworten finden, die wirklich nah dran sind und die nicht unnötig Geld kosten. Neben dieser Geldschneiderei oder vielleicht auch damit zusammenhängt, ist es oft in Bestattungsinstituten so, dass da eine große Distanz aufgebaut wird, sprachlich oder auch zum Körper des Verstorbenen. Und das siehst du auch kritisch, oder? Nein, das ist was, ich weiß gar nicht, ob das Bestattungshäuser von sich aus machen oder ob die nicht nur auch was bedienen, was lange vermeintlich gewünscht war, ja. Also so, du hast über das Buch gesprochen. Ein Ziel von dem Buch war, in einer Sprache zu sprechen, die normal ist, ja, dass ich nicht sofort in so einen pastoralen Ton komme. Und das ist, glaube ich, was wir gerade wieder lernen, was, also es ist ja nicht nur in Deutschland, was man wirklich beobachten kann, weltweit, wie Menschen sich dem Tod wieder annähern, nachdem der so ein bisschen industrialisiert wurde. Und da passiert viel über Sprache, ja. Und dann nehmen wir einfach die Beispiele. Wahrscheinlich könntest du in jeder Bierrunde mit mir über Liebeskummer sprechen, aber würdest du mir erzählen, dass du nach 3 Jahren immer noch unter dem Verlust leidest, das ist nicht normal, über sowas zu reden und da ein Klima zu schaffen, dass du eine Sprache hast, dass du sagen kannst, du, ey, das geht mir immer noch so. Wenn ich an meinen Opa denke, habe ich Tränen in den Augen. Ich schaffe das immer noch nicht, seine Handynummer aus meinem Telefon zu löschen. Mhm. Ja,
Also, dass quasi Trauer so ein bisschen aus dem Versteck rauszuholen, was zu was Normalem zu machen, was wehtut, was schmerzhaft ist, was aber auch wichtig ist, ja. Du hattest da das Beispiel, also was zum Beispiel Erwachsene sagen, was sie aber, wie aber auch erwachsene Kinder das beibringen, mit so Euphemismen zum Tod und zum Sterben. Ja, Und das ist das Lieblingsbeispiel. Wie viele Worte gibt es für Sterben? Also, ich glaube, wir sind auf 160 gekommen, die das Wahnsinn, ja. alle umschreiben, ja, und das geht auch bei einfachen Worten los, ne? Jemand ist eingeschlafen, jemand ist gegangen, ja. Als Kind würde mir das halt wirklich auch Angst machen, ne? Wenn dann Natürlich, jemand sagt, Opa ist friedlich eingeschlafen, das ist ja Horror. Also das ist wache das, ich morgen also auf wenn so oder viele nicht? Kinder Schlafstörungen bekommen, die haben Ja, Angst im Bett abends. glaube ich. Und dann kommt nämlich der Punkt, das ist das, was dir auch jeder Psychologe sagt. Komme mit der Wahrheit. So, auch wenn das im ersten Moment schmerzhaft ist, ne, da ist jemand, nee, der lebt nicht mehr, der ist nicht eingeschlafen. Das hat nichts mit Schlaf zu tun. Und das ist was, aber das trauen sich auch Erwachsene, ne, wenn man ihnen das nicht vormacht. Und das meinte ich, ne, wenn man immer wieder sagt, da ist jemand gestorben und nicht, der ist jetzt hinübergegangen, ja. Und das sind halt auch Sachen, die sollen einem, und ich verstehe ganz viel davon. Es soll einem selber leichter gemacht werden, diesen Schmerz zu ertragen. Aber es wird am Ende des Tages nicht helfen, weil ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass nur Klarheiten helfen. Ja, ich muss verstehen, was passiert ist. Ich muss einen Verstorbenen nochmal sehen, um haptisch zu verstehen, da ist kein Leben mehr im Körper. Was würdest du denn jemandem sagen, der zu einem Bestattungsinstitut geht und die sagen, hier, ich will, oder man sagt dann, ich würde die Oma gerne nochmal sehen und die sagen, na, sie wollen ihre Oma doch so in Erinnerung Ja, behalten, wie sie im Leben kannten. Was würdest du da sagen dazu? naja, anders, wenn mich Freunde anrufen, die in Gegenden jemanden verlieren, wo wir nicht arbeiten, ist ja nicht mein Tipp, immer genau das zu fragen. Und wenn da auch nur irgendjemand zögert, für eine Sekunde, würde ich sofort den Laden verlassen, ja, weil wir sehen das regelmäßig, wie desaströs mit Verstorbenen umgegangen wird, wie die wirklich in den Särgen liegen, dass man sich schämen muss, ja, nicht angezogen. Also jeder Krematoriumsmitarbeiter wird jetzt doll nicken, das ist erschreckend. Und das ist natürlich eine Arbeit, die hinter den Kulissen passiert. Und wenn man da nicht hinschaut, passiert einfach ganz, ganz viel nicht. Was aber abgerechnet wird, oder? Also es steht ja nicht auf der Rechnung hier, wir haben den Opa da reingeschmissen, ja. Natürlich, ja, du, das ist leider, ich erinnere mich, ich habe mal ein Interview beim SWR 1 gegeben und erzählte das. Und dann konnte ich so zugucken, wie bei dem Moderator so Hassmails von Bestattern reinkommen. Und alle so, nein, stimmt nicht. Und dann ploppte eine Mail auf, hallo, mein Name ist XY. Ja, ich war lange Leiter von einem Krematorium. 80% der Leute bei uns waren nicht vernünftig eingebettet. Und Krass. dann so, bam. Und das ist Ja. erschreckend, das ist gruselig, ja. Und ich bin nicht religiös, ja. Aber ich glaube einfach, dass das ist so, sind so Standards. Jeder gehört in seine eigene Kleidung. Jeder gehört, also es ist banal, ne? Aber dass man es überhaupt sagen muss, ist erschreckend. Und ich finde auch, alleine wenn so Bestattungshäuser mit Pietät werben, wo ich denke, wollt ihr mich verarschen? Es ist so, als wenn Autos damit werben, dass sie fahren. Also das sind Standards, ja. Das muss mir niemand sagen. Und das ist erschreckend. Das ist, wenn Leute das zu doll betonen, würde ich immer genauer hinschauen. Es gab eine extrem erfolgreiche Werbekampagne aus der Flugindustrie, irgendwann in den 80er Jahren. Da hat ein Flugunternehmen hat gesagt, bei uns stürzt nur, was weiß ich, jeder zehntausendste Flug ab. Sowas in der Art. Ja. Das ist aber genau das, genau dieselbe Quote wie bei allen anderen auch. Ja. Nur haben die das halt formuliert Ja. in ihrer Werbekampagne und es war halt ein Riesenerfolg. Eigentlich ist es natürlich eine Frechheit. Ja, ungefähr so. Ja. Also deswegen meine ich, also das sind Standards, die müssen da sein und das kann nicht wahr sein, ja. Und es kann nicht sein, dass in der Ausbildung zum Bestatter mehr Wert draufgelegt wird, dass du alle verschiedenen Sargformen erkennst, aber Psychologie mittlerweile, also ist sie zum Glück Teil ein bisschen der Ausbildung, aber ich kann dir sagen, also Bestatten ist Technik. Ja, es ist keine Raketenwissenschaft. Ja, die Raketenwissenschaft ist das psychologische Begleiten. Und deswegen ist es bei uns so, dass wirklich jeder Mitarbeiter ist ausgebildeter Trauerbegleiter. Und das ist, glaube ich, schon eine grundsätzliche
andere Herangehensweise. Ne? Also wir machen Trauerbegleitung und das Bestatten machen wir eigentlich nebenbei. Das ist nur ein Teil des Prozesses. Toll. Das klingt gut. Du bist auch Kindertrauerbegleiter. Ja, wir haben hier in Berlin eine Initiative. Wir arbeiten, dadurch, dass wir alle relativ jung sind, also relativ, ja, haben wir relativ viele junge Menschen, die versterben. Und wir mussten uns relativ schnell darauf einstellen, Kindern das zu geben, was sie brauchen. Das heißt, ganz häufig eher einen spielerischen Ansatz, aber auch einen seriellen Ansatz zu finden, einen Ansatz zu finden, der nicht immer auf die Erwachsenen schaut, ne? Weil Kinder gehen zum Teil viel, viel entspannter, aber auch viel, viel situativer, ne? Die springen in die Trauer rein, springen da aber auch eine Sekunde später wieder raus. Und ich versuche die immer möglichst frei zu halten von Einfluss der Erwachsenen, weil die Erwachsenen machen es eigentlich immer schwerer, als eigentlich, also als es für die Kinder sein müsste. Ja, was würdest du denn sagen, was Hinterbliebene am meisten bereuen häufig? Was siehst du denn da oft, wenn jemand gestorben ist, ein geliebter Mensch? Du Was siehst du meinst, denn wenn da an das Reue? nach der Bestattung oder grundsätzlich? Ja, ganz grundsätzlich, genau. Ach, was ich immer wieder sehe, ist, also ne, gerade wenn Familien uns anrufen, vielleicht mache ich es so rum und sagen, da wird jemand sterben. So, was müssen wir denn vorbereiten? Kann jemand sagen, ey, scheiß auf die Vorbereitung, das ist ein Zettel. Macht exakt eins, verbringt so viel Zeit wie möglich zusammen. Schafft möglichst viele Erinnerungen, also auch Erinnerungen, die ich reproduzieren kann, Fotos, Videos, Sachen, an denen man sich festhalten kann. Das ist eigentlich das, was viele bereuen, ne? Dass man dann doch zu wenig da war und zu spät eingesehen hat, dass es eben doch nicht wieder gut wird, weil es immer doch wieder gut geworden ist, ja. Gerade bei jungen Leuten ist es halt unfassbar schwer, das sich einzugestehen. Natürlich, ey, warte mal, das ist, also verstehe mich nicht falsch, nichts von dem, was ich sage, ist einfach. Also ich weiß, damals als einer der engsten Freunde, bist das wirklich, also jeder Arzt hatte von Anfang an gesagt, du, der hat noch ein Jahr. Das hat natürlich keiner eingesehen. Alle dachten, da passiert ein Wunder, da kommt noch irgendeine Therapie um die Ecke. Und wir haben auf jeden Fall Zeit verplempert. Also, und das ist was, wo alle gefragt sind. Da sind Ärzte gefragt in der Klarheit, die irgendwie, aber da sind auch Betroffene, die das annehmen müssen. Also, weil wenn der Betroffene bis zum, das erlebe ich natürlich auch ganz häufig, dass die sich da in eine Illusion wegbewegen. Ja, und das macht es teilweise dann auch schwer. Ne? Also, wenn der Mensch vor mir nicht verstanden hat, dass er sterben wird, dann kann ich als Angehöriger das noch weniger verstehen. Ja, weil du sagst, Erinnerungen schaffen. Es gibt auch Beispiele dafür, was man machen kann, um sozusagen in der Zukunft noch präsent zu sein und was vielleicht auch da dazugehört. Du hattest da geschrieben von einem jungen Vater, der dafür gesorgt hat, dass seine Tochter bis zum 21. Geburtstag jedes Jahr noch Blumen von Das ihm habe ich nie praktisch geschrieben, das ist eine bekommt. Geschichte, die rumging und die ist wahr. Also hat ein Okay, Papa, ja. ist ein Ami gewesen und ich fand die Geschichte so schön. Das sind so Sachen, wo man sich so viel überlegen kann. Wie kann ich quasi weiter auch präsent sein? Und ich gebe dir ein anderes Beispiel. Eine der einschneidendsten Erlebnisse beim Sterben ist, dass eine Stimme verschwindet. Ja, niemand spricht mit Eriks Stimme, wenn ich weg bin. Und wie häufig wir schon Stimmen aufgenommen haben oder die digitalisiert haben. Und da musst du sagen, da hat der Wandel der Zeit uns ja ganz viele Instrumente an die Hand gegeben. Ja? Also was ich gerne mache, ist so Märchen aufnehmen mit einem Papa, der stirbt. Dass irgendwie sein Kind kann sich immer noch Geschichten anhören. Ja? Oder so ein posthum Nachlass, ne, zu sagen, schreib was auf, was dein Kind vielleicht mit 14 mal lesen soll, was du ihm Ja. noch mitgeben möchtest. Und das sind, Und eben ja, auch ja, sag mal. vorgelesen dann, ist ja, eben auch vorgelesen, dass er das, was er mitgeben will, Ja. aufschreibt, aber vielleicht eben auch vorliest, Und das das musst Stück du mit der aber immer, Stimme, das ja. ist jeder, ist jede Geschichte anders, jede Geschichte ist unterschiedlich. Man muss immer wieder hinschauen, was passt hier und was ist das Bedürfnis von jemandem. Also ne, von allen. Das ist immer wieder neu.
Also ich kann dir sagen, dass wir mit jeder Familie, die wir begleiten, so um die 30 Stunden Zeit verbringen, ja. Das klingt erstmal Wahnsinn. Hast wenig. du da ein Benchmark so für Industriedurchschnitte? Weil es klingt super viel, also Ja, es ist, im Vergleich zu anderen. das ist super viel, ja. Aber nee, das haben wir mal evaluiert für uns. Mal ist es weniger, mal mehr, aber das ist ungefähr das, was wir pro Begleitung, habe ich einen Zeitaufwand, was für ein unangenehmes Wort, aber ne, da kalkuliere ich mit einer Zeit von knapp 30 Stunden. Das ist schon relativ viel. Es ist halt so, wenn du das mehr so auf Therapien umdenkst, das ist eine Psychotherapie, 30 Stunden, ja, die natürlich hier komprimierter stattfindet. Ja. Was bedeutet denn Vermächtnis für dich und warum ist es wichtig, eins zu haben und vielleicht auch darüber nachzudenken, bevor es zu spät ist? Vielleicht ist es auch eine männliche Sicht auf die Welt, die ich da habe. Also auf der einen Seite habe ich natürlich selber den Wunsch, was zu hinterlassen. Und ich glaube aber auch, dass Vermächtnis kann es auf vielen Ebenen geben. Das hat was mit, ich kann ein Vermächtnis schaffen, indem ich Verantwortung übernehme. Ja, wie viele Familien leiden unter einer Situation, dass jemand verantwortungslos war, sich zum Beispiel nicht um eine finanzielle Absicherung seiner Familie gekümmert hat, so dann plötzlich überschattet die Trauer auch noch eine finanzielle Sorge. Also Vermächtnis ist ein sehr breiter Begriff. Also für mich hat er viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ich hatte gelesen, dass zu deinem und Teil deines Vermächtnisses idealerweise auch sowas wäre wie der Frede, das war doch der Typ, der Bestatter wurde und immer über den Tod gequatscht hat. Nee, das hat mal die Verlegerin vom Buch zu mir mitgesagt. Die meinte so, Erik, vielleicht ist es die Aufgabe, die du annehmen musst, dass du jetzt der Mensch bist, der versucht, entspannt Menschen den Tod näher zu bringen und denen eine Angst davor zu nehmen. Weil ich natürlich manchmal auch, also ich habe gar nicht die Hybris, also ich habe ja auch die Wahrheit nicht, also ne, ich bin ja auch in einem permanenten Prozess. Und gerade wenn es ums Sterben geht, habe ich oft das Gefühl, dass Menschen, die auf Schreiben, die wollen Wahrheiten. Und ich muss mal sagen, manchmal habe ich die Wahrheit auch nicht. Ich kann nur sagen, wo man hindenken kann. Und das ist für mich teilweise schwierig. Also weil ich es nicht denke, dass ich die Wahrheit da gepachtet habe. Kannst du dich aus der letzten Zeit oder vielleicht auch schon länger zurückliegend an eine Beerdigung erinnern, die, ja, die dich besonders berührt hat? Vielleicht war das eine ganz große, vielleicht eine ganz kleine, irgendwas, was dir da Nee, spontan einfällt? das sind eher so Momente. Okay, Gar nicht die magst du einen Beerdigung. teilen? Ich hatte gerade einen Papa, der sich das Leben genommen hat. Wie alt? Oh, nee, das wahrscheinlich brauchst du jetzt nicht sagen, aber okay. Brauchst du jetzt nicht sagen, wie alt? Ich hätte mich Nein, also interessiert, aber. der war Papa, kleine Kinder. Und die kleine Tochter schickt mir ein Video über das Handy von ihrer Mama. Und sagt, lieber Erik, kannst du auf meinen Papa aufpassen? Ich kann jetzt ja nicht zu ihm. Und ich habe das abends gesehen. Ich hatte sofort Tränen in den Augen, ja. Aber auf verschiedenen Ebenen, wie dieses Kind mir vertraut, dass ich mich um ihren Papa kümmere, wie die aber auch mit einem guten Gefühl vielleicht ins Bett geht, weil die hat mich kennengelernt und hat ein gutes Gefühl mit mir gehabt. Und wie die im besten Falle, also ne, die wird immer traurig sein, aber wie ich vielleicht es geschafft habe, ein kleines Puzzlestück dazu zu packen, dass sie damit besser umgehen kann. Und das zieht mir also auch jetzt nach Jahren immer noch die Schuhe immer wieder aus. Und das ist gerade 4 Wochen her. Ja, du hattest die Analogie, um das vielleicht abzurunden, du hattest die Analogie, dass das mit dem Sterben und mit dem Tod oft so ist, wie oversexed und underfucked. Es ist irgendwie in verschiedener Form immer wieder präsent, aber auf eine ganz Nee, das ist doch, also es ist doch unreale so, also Weise. schau mal, schau, in welchen Netflix-Serien, da wird die ganze Zeit gestorben. Aber da ist Sterben irgendein klinischer Prozess. Also wie oft siehst du echte Trauer? Wie oft siehst du was? Also da werden Leute erschossen, wir sehen es andauernd. Aber es hat natürlich nichts mit Realität zu tun. Es ist das Gleiche wie selbst nach 500 Pornos gucken, hast du noch keine Ahnung, wie Sexualität funktioniert. Und das ist was,
wo man auch immer wieder abgleichen muss, ne? Gerade wenn Menschen mit Vorstellungen kommen, das ist eben nichts mit, also ne, mein Lieblingsbeispiel ist in Filmen, wenn jemand stirbt, gibt es immer die große Trauerfeier. Für Angehörige ist die Trauerfeier ein ganz kleiner Ausschnitt im Prozess, ja. Und das ist, was so viele, die zu uns kommen, erstmal lernen müssen. Ne? Die kommen und gucken mit den ganz großen Augen zu trauern. Nee, da gibt es ganz viele wichtige Schritte davor. Und am Ende ist die Trauerfeier ein ganz kleines Puzzlestück. Und da muss man oft so eine Art mediale Realität erstmal wegdrücken, um Menschen in den Prozess zu bringen. Ja, das ist gut, dass wir das jetzt, dass wir drüber gesprochen haben und auch wie wir drüber gesprochen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Lust habe aufs Sterben dadurch, aber Ich es ist hoffe nicht. also. Ich hoffe, wir werden uns an der Front so schnell nicht sehen. Ja, aber ich finde das wirklich toll, was du machst. Vielen Dank. Hast du dir schon überlegt, was auf deinem Grabstein stehen soll, falls du überhaupt einen möchtest? Ich habe auch schon einen Friedhof. Ich möchte hier in Berlin auf den Domfriedhof. Das ist der Friedhof, wo der Wim Wenders-Film Der Himmel über Berlin gedreht wurde. Und da soll nur draufstehen, EW, ich habe gelebt, weil das ist. Das sagt alles aus. Also, weil ich, glaube ich, sehr gut darin bin, all das mitzunehmen, was da so am Wegesrand liegt, und ich selten das Gefühl habe, dass ich irgendwas verpasst habe. Anders als damals und anders als du, als wenn du jetzt noch in der Ja, in jedem Fall, es hat Musikmanagement-Geschichte sich massiv unterwegs wärst. verändert, ja. Aber zum Guten. Deswegen bin ich sehr ausgeglichen, glaube ich. Wegen Grabstein fällt mir gerade ein, dass Olli Schulz mal gesagt hat, dass auf seinem stehen soll: Ich habe euch doch gesagt, ich bin krank. Das ist sehr, sehr gut. Das muss ich mir Oder merken. das? Das ist auch cool. Und ah ja, Grabstein, ganz wichtig, da sollte man nicht sparen, ne? Das ist was man jetzt nicht im Internet bestellen sollte. Nein, also Billig. wenn man, also ich muss sagen, ich finde es immer bei Grabsteinen, ein Grabmal kann alles sein. Wir haben auch schon Briefkästen auf Friedhöfe gestellt, also so Briefkästen, die man in Häuser Warum? macht. Hat das einen Hintergrund Ja, dann in dem Fall? die Ja? wollten halt einen Ort, man kann den Menschen immer noch einen Brief schicken. Also die gehen halt hin und stecken da Post ein, an denen der verstorben ist. Und die Angehörigen holen das einmal im Jahr raus, und das wird sehr exzessiv genutzt. Nee, man muss bei Steinen sehr auf Kinderarbeit aufpassen. Das ist einfach ein großes Oh, Thema, ja, leider. Krass, das weiß man auch, weiß man nicht. Also Nee, das ist also die das. meisten kommen aus Indien, und die werden unter Bedingungen geschaffen, die möchtest du nicht wissen. Aber da musst du sagen, also eigentlich jeder gute Steinmetz, wenn du danach fragst, würde dich, also weißt du, fragt man einen deutschen Stein aus einem deutschen Steinbruch, und die sind nicht viel, viel teurer, aber gerade so die Billigangebote, ist fast immer Kinderarbeit mit im Spiel. Gut, dann bewahren wir die Leute davor, sowas falsch zu machen. Also wie gesagt, du hast ein Buch, fand ich ganz toll. The End, das Buch vom Tod. Du hast einen Podcast. Wie Ja, heißt der? auch sehr ähnlich, weil ich bin da nicht sehr kreativ. Aber dein Bestattungsinstitut heißt anders. Das Das heißt können wir auch nochmal lebensnah, nennen. ja, das heißt lebensnah Bestattung. Nee, wir haben einen ganz tollen Podcast jetzt auch schon seit längerem, wo wir das machen, was wir gerade beide machen. Ich lade mir immer wieder Gäste ein und rede mit denen über ihren Zugang, ihre Erlebnisse, um auch da zu einem Punkt zu kommen, Menschen zu zeigen, das betrifft jeden. Jeder hat solche Erfahrungen gemacht. Und da wird sehr viel gelacht, es werden gute Geschichten ausgepackt, und es ist immer wieder erfrischend, wie jeder da etwas beitragen kann, dass da besser drüber gesprochen wird, so wie wir beide heute. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch, Erik. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Das war der MyMonk-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt und du es noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst, zum Beispiel bei iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, wo auch immer. Und ich würde mich riesig freuen, von dir zu lesen, wie dir die Folge gefallen hat oder auch, wenn du eine Idee, einen Wunsch hast, wen ich sonst interviewen könnte. Schreib mir einfach, wenn du magst, bei Instagram einfach mal nach MyMonk suchen oder per Mail an tim@mymonk.de. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald vielleicht. Ciao.